Berlin, es ist wohl die Szene bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, der aktuell die meisten Fans entgegenfiebern. Wie wird Yvonne reagieren, wenn sie erfährt, dass ihre Tochter noch am Leben ist? Die sympathische Physiotherapeutin wollte den vermeintlichen Tod von Laura lange Zeit nicht akzeptieren und ist an der Ungewissheit beinahe zugrunde gegangen. Erst als Gerner durch einen gefälschten DNA-Test das Ableben ihres Kindes vortäuschte, um seine Frau von ihrer Qual zu erlösen, fand sie sich damit ab. Mittlerweile ist Laura allerdings wieder in Berlin aufgetaucht, kann sich ihrer Mutter allerdings noch nicht offenbaren, denn zuvor muss erst noch Zoe ausgeschaltet werden. Doch schon bald soll es endlich soweit sein. Ein RTL-Video zeigt schon jetzt einen kurzen Ausschnitt des emotionalen Wiedersehens. Achtung, Gänsehaut-Spoiler. Spätabends klingelt noch jemand im Townhouse. Als Yvonne die Tür öffnet, glaubt sie einen Geist vor sich zu sehen und schließt die Wohnungstür schnell wieder. Mama, ich weiß, das muss ein Schock für dich sein, hört sie Lauras Stimme aus dem Flur. Yvonne und Joachim sind fassungslos, als Laura plötzlich vor der Tür steht. Schnell hält sich Yvonne die Ohren zu, weil sie einfach nicht glauben kann, was sie hört und sieht und ruft mehrfach panisch nach Jo. Ihr Mann kommt die Treppe heruntergestürmt und öffnet die Tür erneut. Auch er ist fassungslos beim Anblick von Laura. Währenddessen sackt Yvonne in Tränen aufgelöst mit dem Rücken zur Eingangstür zusammen und hält sich weiterhin die Ohren zu. Laura tritt langsam an sie heran und kniet sich hinter ihre Mutter. Es ist viel passiert und ich wollte nicht noch länger warten, erklärt sie ihr weinend. Doch Yvonne schüttelt weiterhin ungläubig mit dem Kopf. Mama, schau mich an, Mama, bitte schau mich an, redet Laura auf sie ein. Oh Gott, entfährt es Yvonne immer wieder vollkommen verzweifelt, bis sie sich schließlich zu ihrer Tochter umdreht und ihr für einen kurzen Moment direkt ins Gesicht blickt. Erneut bringt sie nur ein bitterliches Oh Gott über die Lippen und dreht sich sofort wieder weg. Die gesamte Szene des herzzerreißenden Wiedersehens könnt ihr euch am 4. September ab 19.40 Uhr bei RTL und ab sofort bei RTL Plus anschauen.